So, komm so hoch, junge Dame. Und dann passt das. Ich meine, Okay, da ganz bin ich schon ehrlich, am Rand. Es ist flacher. das kleine Stück, ne? Das hätte Ellie auch tauchen können, weil jedes Säugetier ist mit entsprechenden mit entsprechenden Überlebensinstinkten ausgestattet, dass man sich entsprechend über Wasser halten kann, zumindest für ein kurzes Stück, oder nach einem kurzen Tauchgang wieder auftauchen kann. Und noch eine versperrte Tür. Komm, ehrlich jetzt. Moment, ich habe doch hier gerade was gehört. Vielleicht auch nicht. Okay, hier mit dem Fuß. Okay. Her mit dem Fuß. Wow. Na komm, mach dich schon. Alles klar? So. Ja. Ich habe mich nur erschreckt. Logischerweise. Mann, wird echt Zeit, dass die vernichtet werden. Okay. Na denn. Was haben wir hier? Tape. Okay. Nehmen wir noch mal einen Basteltisch. Gehen wir noch mal ran. Dann mal los. Mal schauen. Keine Ahnung, wie viele Teile habe ich. Immer noch drei. Ich glaube, damit kann ich jetzt nicht so viel anfangen. Nee. Hätte mich auch gewundert. Okay. Weiter geht's. Das sieht nach dem richtigen Weg aus. Also gehe ich erstmal hier rein, wo ich garantiert ein Messer brauche. War ja klar. Aber zum Glück habe ich genug für ein Messer. So. Okay. Sehr gut. Was haben wir hier so? Munition. Spiritus. Oh, 50 Teile. Nice. Da kann man dann ja sogar mal was draus basteln. Mensch. Das ist ja schön. Ja, und Drogen. Aus Drogen kann man zwar nichts basteln, aber. Ne? So, dann nochmal kurz rüber. Was haben wir denn? Motzen wir den Bogen noch zu Ende auf. Ne, Magazinkapazität von der Schrotflinte. Das ist eine gute Idee. Das brauchen wir. Doch ganz gut. Ab. Komm mal her hier. Oh, Baby, 7 Schuss in einer Schrotflinte drin. Bestimmt. Das ergibt bestimmt irgendwo Sinn. Vielleicht. Sieh mal. Da ist es. Hä? So, das Krankenhaus. Ja, Mensch. Wir sind ja schon fast da. Na Mensch, das ist ja super. So, und ich darf jetzt hier für Ellie wieder. Wartest hier. Ich gehe nirgendwo hin. Ja, wieder irgendwas finden, wie sie hier rüberkommt. Ohne schwimmen zu müssen. Gefunden. Ne, so weit kann Joel nicht springen. Ich schaffe den Sprung nicht. Haben wir hier unten noch irgendwas, was mir helfen könnte? Nö. Die Fische können mir bestimmt auch nicht helfen. Hier ist eine Tür, aha. Oh,
das ist nicht so gut. Joel, komm, dreh dich um. Dreh dich um. Da lang, geh zurück und auftauchen. Auftauchen, okay. Gut. Weiter geht's. Nochmal hier durch. Jetzt habe ich ja gesehen, ich muss hier schon mal rechts lang. Wenn die Pfeile zeigen nach rechts, aber das muss ja normalerweise nichts heißen. So. Was haben wir denn hier? Warum kann ich hier hin? So, hier ist... hier ist... Aha. Übergang. Okay. Gut, nehmen wir. Nehmen wir alles. Hauptsache, es hilft. Ah. Ja, super. Ah, okay. Ja, komm. So. Und hopp. Hopp. Okay. Ja. Komm her hier. Kommen Sie, Madame. Okay, gut. Ich bin drauf. Sehr schön. Weiß ich nicht. Ich hab dich. Alles gut, Ellie. Alles gut. So. Na dann, hüpf. Sehr schön. Und du wirst mir dann dort die Leiter runterlassen. Da beeilen Sie sich jetzt mal, junge Dame. Ja, ja, alles gut. Rems. Verdammte Leiter ist hin. Und jetzt? Ich überlege mir was. Ja, das ist doch nicht schwierig. So. Stellen wir die einmal hier ab. Klettern hoch. Nehmen sie mit. So. Dann lassen wir die hier einmal runterfallen. So. Klettern dann. Ja, oder springen einfach runter. Egal. Auch gut. So. Und jetzt platzieren wir sie hier drüber. Okay. Gute Idee. So. Mann, Mann, Mann. Mann, Mann, Mann. Warum einfach, wenn es auch umständlich geht? Aber man muss ja zeigen, dass auch so eine Leiter mal kaputt gehen kann. Passiert. Oh Mann. Lass mich vorgehen. Du kommst mir danach. Okay, ich folge dir. Okay. So, hierüber, das ist ja noch kein Problem. Hierüber auch nicht. Gut. Okay, hier müssen wir jetzt ein bisschen springen, aber das sollten wir auch schaffen. Ja. So, dann geht's hier hoch. Dann hier ein bisschen Anlauf. Okay, na komm, spring. Und du fängst mich auf? Ich fang dich. Bestimmt. Siehst du? Hast mich nicht mal gebraucht. Nichts wie runter von diesem Ding. Ja, das stimmt wohl. Hat mir nicht gesagt, ich gehe vor, Ellie? Naja, sie kann es wohl nicht abwarten, von dem Wasser wegzukommen.
Gut, würde mir eh nicht gehen, wenn ich nicht schwimmen könnte. Oh, wow, wow. Wow, wow. Natürlich. Luft doch mal. Natürlich. Oh, jo. So, hier durcharbeiten und rap und oh shit. Aua. Ja. Na komm, komm schon. Auf du blödes. Okay. Oh shit. Oh shit. Wo ist Ellie? Ellie? Da hinten. Schnell hinter. Habe ich sie? Ja, gut. Und auftauchen. Schnell auftauchen. Na. Wie jetzt? Ich kann hier nicht auftauchen. Was zum... Ah, komm schon. Spiel, bitte. Danke. Mann. Komm, komm, komm schon. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Hände hoch. Sie hat mit nicht. Nimm endlich die Hände hoch. Komm schon. Ganz toll. Danke, dass du uns hilfst, ein Kind zu retten, du Idiot. Willkommen bei den Fireflies. Tut mir leid wegen... Sie wussten nicht, wer du bist. Und Ellie? Es geht ihr gut. Sie ist auch hier. Es war so ein langer Weg. Wie habt ihr es geschafft? Sie war es. Sie wollte es unbedingt. Vielleicht ist es auch Schicksal. Ich habe auf dieser Reise viele Leute verloren. Ich habe fast alles verloren. Und dann taucht ihr hier auf und wir finden euch gerade noch rechtzeitig, um sie zu retten. Ja, vielleicht ist es Schicksal. Bring mich zu ihr. Du musst dir keine Sorgen mehr machen. Wir können schon gut. Ich will sie sehen, bitte. Das geht nicht. Sie wird gerade für eine Operation vorbereitet. Was denn für eine Operation? Die Ärzte sagen, dass der Cordyceps, der in ihr wächst, irgendwie mutiert ist. Deshalb ist sie immun. Wenn er entfernt wird, können sie daraus einen Impfstoff entwickeln. Einen Impfstoff. Aber er wächst auf dem Gehirn. Das stimmt. Sucht jemand anderes. Es gibt niemanden. Hör zu, du zeigst mir jetzt... Aufhören! Ich verstehe dich. Aber was immer du gerade durchzumachen glaubst, ist nichts gegen das, was ich fühle. Ich kenne sie seit der Geburt. Ich habe ihrer Mutter versprochen, für sie zu sorgen. Wie kannst du das hier zulassen? Weil es hier nicht um mich geht. Oder um sie. Es gibt hierbei keine andere Wahl. Ja, red dir diesen Scheiß nur weiter ein.
Los, bring ihn hier raus. Wenn er sich wehrt, erschieß ihn. Das ist unsere einzige Chance, Joel. Steh auf. Ich sagte, steh auf. Na dann. Los. Verfick dich. Ich warte nur drauf. Wo lang? Was soll der Scheiß? Geh weiter. Na los, geh weiter! Wo ist der Operationssaal? Na los, red schon. Wo? Wo? Oben den Gang runter. Danke für die Info. Ja, kommt doch her und holt mich. Na? Scheiße. Ethan ist tot. Was? Ethan ist tot. Na. Weg mit dir. So. Und mit dir. Sehr schön. So. Mal ein bisschen Muni mitnehmen. Okay. Shit, da hat er es gesehen, auch wenn er es nicht gehört hat. Dafür wirst du büßen. Ja, ja. Das haben schon so viele gesagt. Also du hast mich nicht erwischt. Um es mal so auszudrücken. Und zu dem, was Marlene gesagt hat. Superboy hat recht, es gibt immer eine Wahl. Die Wahl ist, ja, manchmal hat man bei der Wahl eben nicht nur schöne Alternativen, zugegebenermaßen. Yes! Aber, ach, Dreck. So, geht doch. Dieser Drecksau! Okay. Ja, natürlich. What the fuck? Warum haben die MPs? Komm schon, ich hab keine MP. Das ist voll gemein. Ich will auch eine MP haben. Was?
Tja, und dein Kumpel hier auch. Ich weiß, dass du hier bist. Ja. Das bin ich. Aber das nützt dir nicht viel, dieses Wissen. Naja. Egal. So, also der Operationssaal ist oben, haben wir gehört. Dann wollen wir uns doch auch mal in diese Richtung begeben. Also erstmal den Weg nach oben suchen und dann schauen wir mal. Mhm. Verdammt! Der Schmuggler! Was zum... Wo kommen die... Was zum Teufel? Wo kamen die her? Von hinten? Scheiße. Ich habe nicht damit gerechnet, dass von da noch einer kommen wird. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ha. Huh.